Moin Moin und herzlich willkommen zu Ruinen einer Zivilisation. Nein, Quatsch. Ich bin die Zementente. Ich mache erstmal schnell das Spiel an. Und dann begrüße ich euch recht herzlich zurück bei unserer Achievement-Hand, die im Moment ja gerade ein bisschen kriselt. Hier kriselt halt vor allen Dingen deswegen, weil uns ein riesiger Tornado getroffen hat und wir deswegen ganz viele Sachen nicht mehr haben. Vor allen Dingen kein Eisen und deswegen haben wir keine Werkzeuge. Und weil wir keine Werkzeuge haben, werden wir gleich weniger Werkzeuge und weniger Eisen haben und alles ist furchtbar. Ich engagiere erstmal schnell wieder ein paar Minenarbeiter, damit wir wieder an Eisenvorräte kommen. Wir haben halt einen riesigen Tornado gehabt, der hier unsere... der hier unsere Stadt kaputt gemacht hat. Achso, das ist ein... Was habe ich denn hier in Auftrag gegeben? Ist das ein Stonehouse? Ach, das ist ein so gedrehtes Stonehouse. Okay, ja. Und ja, der hat halt wirklich viel kaputt gemacht und ich leide da immer noch sehr drunter, dass der so viel kaputt gemacht hat. Vor allen Dingen hoffe ich, dass wir die nicht wieder in eine Krise mit den Werkzeugen geraten. Das ist die Hauptsorgen, die ich derzeit habe. Und um die auch so ein bisschen entgegenzuwirken, werde ich jetzt hier den einmal auf Iron Tools runterlegen. Weil das vielleicht nicht der ist, der vielleicht noch Kohle drin hat. Was ist denn mit dem hier? Das ist ein Taylor. Ich hatte doch drei. Achso, hier habe ich einen beiden gebaut. Der hat auch noch Kohle, der hat auch noch Kohle. Die haben alle kein Eisen mehr. Okay, wenn die alle noch Kohle haben, dann lassen wir den hier mal Iron Tools bauen, damit wir ein bisschen schneller ein paar Werkzeuge wieder wegkriegen. Also ein paar von den Missing-Werkzeugen. Und machen jetzt so eine Mischproduktion. Das Problem ist, wir können gleichzeitig auch nicht so wirklich an den Häusern weiterbauen, weil die auch Eisen brauchen. Also im Moment ist der Eisenmangel eines der Hauptprobleme. So, wir gucken mal. Wir hatten allerdings neue Gebiete erschlossen. Vielleicht finde ich da ja noch irgendwo Eisen. Ja, genau, hier das zum Beispiel. Und das hier. Und das hier. Und das habe ich schon in Auftrag gegeben. Und das geben wir vielleicht auch nochmal in Auftrag. Ja, dieser Tornado, der hat uns gewaltig viele Ressourcen gekostet. Vor allen Dingen eben... Dadurch, dass er sich dann doch durch diesen Hauptstadtteil hier gezogen hat, ist er ein echtes Problem. Und wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir den Schaden beheben, der verursacht wurde. Und ich hoffe, das kriegen wir irgendwie hin. Und ich hoffe, wir können uns davon wieder erholen. Das wäre schön. Und wir hoffen vor allen Dingen, dass wir nicht wieder in einen Mangel an Werkzeugen kommen. Das hatten wir ja schon mal im Let's Play. Und das war echt nicht gut. Der hier hat gar keine Ressourcen. Das ist schlecht. Irgendein Stonehouse ist fertig. Und sollte das hier rechts, glaube ich, sein? Ganz rechts? Ja, genau das hier. Wo zuletzt ein Gatherer gewohnt hat. Schauen wir mal. Es ist jetzt auch mittlerweile so, dass viele Familien auseinandergerissen wurden. Das heißt, auch mit Nachwuchs wird es in absehbarer Zukunft schwierig. Da hat uns dieser Tornado hat uns echt, könnte uns auch echt nochmal wirklich massiv viele Folgen nach hinten geworfen haben. Also ich weiß gar nicht, wie lange das dauern wird, bis wir das wieder halbwegs verarbeitet haben. Aber wir schauen halt mal, wir tun unser Bestes und gucken mal, wie weit es geht. Das Ding hier, da fehlen nur Steine. Steine müssten wir noch ein paar haben. Ja, auch da mangelt es uns aber mittlerweile schon wieder natürlich, weil wir die Sachen hier alle wieder aufbauen müssen. Das stimmt natürlich. Wir können natürlich... Nee, ich will... beim Rebuilden kriegen wir ja Ressourcen raus, ne? Wir könnten mal hier Rebuild anklicken. Dann machen sie es ja kaputt. Und wenn er fertig ist mit kaputt machen, dann können wir es auf Pause stellen. Denn dann haben wir ein paar Ressourcen dabei rausgeholt. Das ist vielleicht nicht die verkehrteste Methode, um im Moment unsere Arbeiter einzusetzen, dass wir so aus, ich sag mal, aus drei alten Häusern ein neues wieder errichten können. So ungefähr ist der Gedanke. Vielleicht klappt das. Die Strategie mit den Werkzeugen funktioniert im Moment noch nicht, aber wir hoffen, dass das halt auf Dauer nicht schlimmer wird. Wir arbeiten mal dran und hoffen, dass das jetzt langsam sich fängt. Wir müssen halt jetzt nach und nach die Probleme wieder in den Griff kriegen. Das ist halt das. Achso, dieses Stonehouse ist fertig. Da sind ein Gatherer und ein Fischer eingezogen. Sehr schön. Gut, gut, das kann erstmal zu. Jetzt mal gucken. Hier, das Structure wird replaced. Gucken wir mal rein, wenn wir es kaputt machen. Jetzt hier, zack, seht ihr, da bleibt ganz viel Zeug liegen. Und das machen wir mal ganz kurz auf Pause. Aber die Ressourcen könnt ihr ja trotzdem einsammeln. Und das gleiche Spiel machen wir jetzt mal hier, hier und hier. Die werden jetzt nicht alle gleich wieder aufbauen, sondern die bauen wir nach und nach wieder auf, aber wir werden sie alle drei abreißen, um die entsprechenden Ressourcen rauszuholen. Ne? Und da arbeiten wir dran. Das wird hoffentlich klappen. Ja, im Moment müssen wir eigentlich nichts anderes machen, als erstmal den kompletten Stadtkern wieder aufbauen. Das alleine wird uns sicherlich lange, lange, lange genug beschäftigen. Und bitte, bitte, liebe, wir haben schon wieder neue, wir brauchen neue Miner. Wir brauchen vor allen Dingen Leute, die uns Eisen ranschleppen. Und das Problem ist auch, dass die erste Mine bald, oder generell beide Minen bald leer sind. Das wird auch nicht schön. Gucken wir gerade mal. Minen. Können wir hier noch eine neue Mine hinsetzen irgendwo? So vielleicht, so nicht. Nee. Hier vielleicht. Hier müsste eigentlich eine hingehen, genau. Das ist nicht so schlimm. Das heißt, hier setze ich schon mal eine hin. Die soll jetzt nicht gebaut werden. Die setze ich dann nur schon mal hin. Und direkt daneben kann hoffentlich noch eine. Nein, kann sie nicht.
Irgendwo an diesem Berg muss doch noch eine Mine gehen. Bitte, bitte, liebes Spül. Nein, ist nicht euer Ernst. Jetzt hier an einem Fleck irgendwie dieses Feld da nicht mehr besetzen können. Das ist natürlich schade. Hier geht noch eine Mine hin, das ist gut. Das heißt, hier setzen wir eine zweite Mine hin, aber auch mal auf Pause. Aber wenn diese Minen sich dem Beenden nähern, das heißt, dieses Steinhaus wird pausiert, dann können wir daran arbeiten. Grundsätzlich scheint unsere Abbaustrategie sich auszuzahlen. Das finde ich grundsätzlich erstmal gar nicht so verkehrt. Schade, dass unsere Town Hall mitgestorben ist. Die ist nicht wirklich teuer wiederherzustellen. Das müssen wir erstmal an Ressourcen haben. So, dann, okay, jetzt bringen wir hier gerade schon Sachen hin. Dann pausieren wir dieses Steinhaus auch erstmal und gucken mal weiter. Ah, Tornados. Ich hatte noch nie einen und ich will auch nicht noch so schnell wieder einen haben, denke ich mal. Im Moment sind Bilder arbeitslos, das brauchen wir nicht. Das heißt, wir können hier ein bisschen wieder rebuilden, da holen sie wieder Ressourcen raus. Und so werden wir versuchen, über die Runden zu kommen. Dieses Steinhaus hier könnte man vielleicht auch mal entpausieren. Dann ist zumindest der Stadtkern, mal abgesehen von der Town Hall, auch wieder funktionsfähig. Das wäre schon mal ein schöner Anfang. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zwischendurch irgendwann die Nahrungsressourcen aus den Augen lassen. Da könnte man irgendwann auch Probleme kriegen. Oh, wir haben wieder Werkzeuge auf Lager, aber es werden immer noch wieder mehr Leute, denen Werkzeuge fehlen. Wir werden sehen, ob wir das irgendwie hinkriegen. Im Moment bin ich ja noch pessimistisch, aber wir schauen mal. Liegt halt auch daran, dass wir nebenbei natürlich Eisen ausgeben müssen, um diese ganzen Häuser abzubauen, wieder aufzubauen, muss man ja fast sagen. Und das natürlich auch nicht hilft. Also dem Problem der fehlenden Werkzeuge hilft das nicht. Jetzt haben wir eine ganze Bataillon an wieder aufzubauenden Häusern bald. Was ist low? Iron und Iron. Ja, das ist mir schon klar, dass Iron low ist. Das habe ich mitbekommen. Iron ist die ganze Zeit schon low. So, wir haben wieder zumindest zwei Arbeiter, die arbeitslos sind. Die können sich darum kümmern, dass da auch die Sachen rauskommen. Dann wurde auch noch ein Miner getötet. Das ist natürlich gerade besonders hilfreich. Was ist das hier, was hier gebaut werden soll? Ein Gatherer's Hut. Ja, den brauchen wir jetzt gerade nicht so unbedingt. Aber für ein Gatherer's Hut brauchen wir auf jeden Fall noch eine Hütte mehr. Naja, okay. Oh, hier ist auch noch was kaputt. Ein Wudenhaus, das können wir auch mal rebuilden. Das kann man auch komplett durchrebuilden, das habe ich gar nicht gesehen. Aber es ist ja nur ein Wudenhaus. Da geht ja kein Eisen verloren, das kann dann so rebuildet werden. Oh, das Stonehouse hier in der Mitte ist fertig. Das ist schön. Wir sind da eingezogen, immerhin auch wieder zwei Leute zusammen. Das ist schön. Ich bin jetzt gerade mal überlegen, ob ich jetzt echt zwei Typen abziehe und zu... Ja, komm, mach du auch mal Iron Tools hier hinten eine Zeit lang. So lange, bis die Krise beseitigt ist und wenn wir wieder genug Werkzeuge haben, dann... Können wir mal gucken, dass das besser wird. Du hast doch ein Lock und ein Iron. Kannst du auch arbeiten. Ja. Merke also, wenn ihr Banish spielt, ne, und Katastrophen anlasst, dann seid auch damit, seid bereit, damit zu leben, dass die Katastrophen euch das ganze Spiel verderben. So sind sie, die Katastrophen. Die kennen da gar nichts. Ich weiß, ich hau jetzt gerade den Bildschirm wieder mal voll mit tausenden von Infofenstern. Aber das muss jetzt halt sein. Müsst ihr mal gerade mitleben. Micromanagement und so und geht gerade nicht besser. Ne? Ja. Wir haben genug Herbs. Wie viele Einwohner haben wir eigentlich jetzt gerade? 160, sowas, 170, das ist okay. Ja, die Reserve an Tools ist low. Das ist mir schon klar, aber das bedeutet immer, dass wir eine Reserve an Tools haben. Das finde ich schon mal ein guter Anfang der ganzen Sache. Hier ist ein Stonehouse fertig. Welches ist das? Ach so, das war das. Okay, da ist ein Taylor und Stonecutter eingezogen. Damit kann ich leben. Sehr schön. Dann haben wir wieder zwei frei, die was anderes machen können. Dann rebuilden mal dieses Haus. Sehr schön. Und da die jetzt hier fertig sind, können wir nochmal zwei wieder diesem Haus zuteilen. Und meine Ressourcen sagen, dieses Haus können wir auch
gerade mal wieder aus der Pause rausnehmen. Ja, die Reserve an Iron wird auch auf lange Sicht noch low sein. Da kann ich jetzt gerade nicht viel dran ändern. Aber wir werden es früher oder später wieder hinbekommen, hoffe ich. Ganz, ganz inständig. Mhm. Na, kriegt es hin? Scheinbar nicht. Okay, dann halt nicht. Wir haben wieder 8 Laborer, da könnten wir eigentlich auch wieder ein paar Leute abziehen. Wir müssen aufpassen, dass nichts irgendwie low wird. Wie viele Leute? Ah, Nahrung brauchen wir auch noch ein bisschen mehr. Da wieder einen und da wieder einen. Wir müssen aufpassen, dass unsere Nahrung nicht außer Kontrolle gerät bei dieser ganzen Sache, weil wir jetzt ja doch sehr schnell wieder, ich sag mal, rückbevölkern. Das ist ja schon das Holzhaus hier. Nee, das war ja gar nicht hier, sondern das war hier, ne? Ist immer noch nicht fertig. Moin! Und da müssen wir ein bisschen darauf aufpassen, dass wir bei dieser Rehbevölkerung nicht irgendwas aus den Augen verlieren. Das wär gefährlich. So, ich weiß, ich habe jetzt den Bildschirm echt total vollgeknallt mit diesen ganzen Baufenstern, aber das ist halt auch alles Kram. Also das ist nichts, was ich hier neu baue. Das ist alles Kram, den dieser scheiß Wirbelsturm kaputt gemacht hat. Da können wir auch mal uns das Ausmalen, wollte ich ganz sagen. Da können wir uns auch mal angucken, wie viel Schaden dieser Wirbelsturm tatsächlich sogar angerichtet hat. Wir müssen aufpassen, es werden schon wieder, die Nahrungsressourcen werden schon wieder sehr deutlich weniger. Da müssen wir nochmal dran rum, Doktoren. So, das eine Stonehouse, das gebaut wird, hat 4 Eisen drin. Okay, wir haben noch 4 Eisen auf Lager. Hatten wir hier links noch Eisenreste, die wir noch nicht eingesammelt haben? Hier waren wir auch gerade neu angefangen. Wenn ihr euch wundert, warum ich jetzt ein bisschen vorsichtig und fragend immer solche Sachen stelle, ich habe jetzt relativ lange das gute Spiel liegen lassen, weil erstens mich dieser Wirbelsturm ein bisschen demotiviert hat gerade eine Zeit lang. Sei mir vergönnt, denke ich. Und zusätzlich ich dann auch relativ viele Banished-Folgen auf Vorrat hatte. Jetzt gerade muss ich wieder für den anstehenden Umzug ein bisschen was vorproduzieren. Das heißt, ich nehme jetzt auch gerade so zwischen Tür und Angel schnell mal 2 Folgen auf, weil ich jetzt jede Gelegenheit nutze gerade, um sehr schön, um überhaupt Aufnahmen zu machen, weil es im Moment echt schwierig ist mit den Aufnahmen, weil ich bald umziehen werde, wie gesagt, und vielleicht können wir hier doch 1 oder 2 von den Stonehouses auch durch Woodenhouses ersetzen. Das wäre vielleicht, würde ich ungern tun, aber könnte man drüber nachdenken. Naja, auf jeden Fall, aber dann könnten wir mal 2 von den Arbeitern abziehen. Und woanders wieder zuteilen. Und da sterben schon wieder zu viele Leute. Nein. Naja, auf jeden Fall muss ich also jetzt gerade zusehen, dass für diesen Umzug ein paar Folgen zusätzlich auf dem Channel sind, dass ich da, ich weiß auch nicht, wie schnell ich da wieder Internet habe, wo ich hinziehe. Und dann muss ich halt zusehen, dass das irgendwie alles klappt. Und wenn dann da natürlich genug Folgen Vorrat auf dem Channel hochgeladen sind, dann habt ihr natürlich Glück. Dann passiert nichts, aber wenn das mit dem Internet sich vielleicht verzögert oder so, kann es leider passieren, dass ihr vielleicht 1-2 Tage ohne Entenvideos auskommen müsst. Das täte mir dann natürlich furchtbar leid, aber das werde ich nicht ändern können. Das ist halt so. Ich weiß auch nicht, ob ihr den blöden Propellerflieger draußen gerade, ich muss aber die Fenster auflassen, es ist gerade mörder heiß, das ist ja gerade Ende Juli bei mir. Und es ist so fucking warm. Ich habe momentan eine Dachgeschosswohnung und da sind 2 sehr große Fenster drauf und warm, echt Kotzwirk. Ihr glaubt gar nicht, wie heiß es hier oben manchmal ist und vor allen Dingen tagsüber ist es. Ich freue mich immer, wenn der Abend kommt und ich die Fenster aufreißen kann und ich freue mich vor allen Dingen dann, wenn es gewittert. Sehr schön, da ist wieder ein Steinhaus fertig, das ist gut. Dann können sich wieder Bürger verteilen, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich hoffe, die Berufe werden sich auch passend wieder einstellen, aber das sieht mir sehr gut aus. Wir haben gerade ein Fenster falsch gezogen, da die Reserve Tools ist low. Ja, das heißt aber immer noch, dass wir Tools haben. Und das ist an sich ja schon mal eine gute Sache. Wir werden auch wieder ganz, ganz, ganz gemächlich weniger die Leute, die hier Tools brauchen. Das ist eigentlich sehr schön. Arbeiten wir uns weiter durch. Ich hoffe, das kriegen wir noch hin. Ich hoffe, wir kriegen die Tool-Epidemie eingegrenzt und können dann nach und nach uns um diese ganzen Sachen hier kümmern. Ja, ja, Reserve of Tools ist low, das wissen wir. Das ist uns bekannt. Aber wir arbeiten dran, wie die Berserker. Wie weit ist dieses Haus beliefert mit Eisen? 0. Das ist schlecht. Ich dachte gerade, ich hätte noch Eisen dafür. Aber das war dann instant weg, das Eisen. Jetzt brauchen wir tatsächlich die ganzen Laborer, um irgendwo noch
Erfolge zu erzielen. Und ich würde gerne hier hinten noch ein Wodenhaus hinsetzen. Ich weiß, Wodenhaus ist immer nicht so geil im Moment. Oder ist generell nicht so geil wegen Feuerholz. Aber Feuerholz ist ausnahmsweise überhaupt nicht unsere Problemressource. Und ich versorge mich lieber gerade mit zusätzlichen Arbeitskräften nahe an Arbeitsorten. Hier nämlich mit Laborern. Als dass ich hier irgendwelche anderen Krisen überbrücke und übermittle. Okay, im Moment wird nicht so viel passieren können, weil wir einfach quasi aufs Eisen warten müssen. Warten aufs Eisen. Aber naja, immerhin sind wir nicht komplett am Wirbel verreckt. Unsere Stadt erholt sich gerade langsam wieder. Wir haben fast schon wieder die richtigen Einwohnerzahlen, wenn ich das richtig sehe. Was ich sehr nice finde. Aber gut. Wir müssen jetzt, wie gesagt, nur aufpassen, wenn wir die Einwohnerzahlen wieder hinkriegen, wie sie früher, dann müssten wir eigentlich auch schon wieder alle Arbeiter bei ihren Arbeitsstätten haben, also alle Nahrungs- und Food-Ressourcen Arbeiter eigentlich. Aber gerade die sind ja im Moment eher nicht genug. Die sind ja eher so knapp halbiert teilweise. Also jetzt nicht mehr, ich habe ja schon immer wieder welche reingetan, aber es wird langsam ärger. Und wir müssen auch wieder Forester anstellen. Denn auch unsere Loks werden weniger und das ist auch nicht gut. Ja, ja, es wird ganz, ganz hart im Moment. Aber wir kriegen das alles hin, liebe Zuschauer. Ne, wäre ja auch schlimm gewesen, wenn diese Challenge einfach gewesen wäre. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Folgen wir schon haben. Haben wir schon mehr Folgen als bei der letzten Achievement Hunt? Die letzte hat ja 29 Folgen gedauert, also die Mountain Man Achievement Hunt. Und ich bin mir gerade gar nicht so richtig sicher, ob wir nicht schon mehr Folgen hiervon aufgenommen haben. Ich glaube aber noch nicht. Bin mir aber eben nicht sicher. Mal gucken. Ja, das mit den Werkzeugen ist ein permanentes Problem. Wir haben zwar ein bisschen Eisen vorrätig und auch genug Kohle vorrätig von den anderen, aber wir kriegen die Werkzeugzahl nicht mehr runtergesenkt. Das ist echt sehr ärgerlich. Aber es bringt ja auch nichts, jetzt noch einen weiteren Blacksmith zu bauen, weil der Blacksmith selber, hier muss das sein, ne? Ja, genau. Der Blacksmith selber ja auch 32 Eisen zur Herstellung braucht. Und eigentlich haben die drei Typen, die wir hatten, ja am Ende auch gereicht. Das war ja nicht so, als wenn die zu wenig waren am Ende. Das ist halt im Moment die Tatsache, dass wir auch die Eisenressourcen immer so aufsplitten. Das so, tut auch so seinen Teil. So, haben wir wieder ein paar. Und dass die Minenarbeiter hier immer erst umziehen müssen. Also müssen hier erst wieder hinziehen, damit die wieder kürzere Arbeitswege haben. Die haben ja vorher hier gewohnt und hier gearbeitet. Also sehr kurze Laufwege nur gehabt. Und jetzt, ja, jetzt sind sie weiter, die Laufwege. Ich werde auch der Zwischenzeit schon mal so weit gehen und diesen Weg hier schon mal präventiv so durch den Steinweg ersetzen, weil hier ja demnächst eine neue Mine hinkommt. Also was heißt demnächst, aber irgendwann in absehbarer Zukunft. Und dann haben wir zumindest da auch schon mal einen Steinweg zur Arbeit gebaut. So, was ist gerade low? Iron. Ja, das ist, wird uns lange, lange Zeit so bleiben, dass das Iron low ist, liebes Spiel. Und so gern ich das ändern würde, ich kann es gerade nicht ändern. Und ich muss vor allen Dingen aufpassen bei den ganzen Laborern, die nachkommen, dass ich echt jetzt wieder an Nachschub an Arbeitskräften denke. Was machen unsere Klamotten? Die bleiben eigentlich relativ konstant. Das ist gut. Die sind auch am Limit, das heißt, die sind gerade auch als Laborer unterwegs. Das finde ich sehr schön. Das hilft natürlich auch schon mal ein bisschen. Das war richtig teuer, dieser blöde Wirbelwind. Der war richtig, richtig teuer. Vor allen Dingen eben in diesem Bereich, was der hier kaputt gemacht hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Häuser. Das heißt, hier sind 100 Eisen sind hier, liegen hier quasi drin. Dann liegen hier 400 Stein drin und 240 Holzloks. Das ist schon... Puha. Ey, Alter, wir kriegen dieses Problem mit den Steinen, mit den Dingern nicht in den Griff. Es ist doch zum Kotzen. Wieso kriegen wir das nicht in den Griff? Wir haben drei Blacksmiths, die arbeiten rund um die Uhr, nur daran, Werkzeuge herzustellen. Die müssten eigentlich auch alle Ressourcen haben. Also im Moment ist diese Werkzeugplage, die hatten wir schon mal, und die ist so schwer auszulöschen, wenn man keine Schulen hat. Das ist echt eine Pest. Das ist echt eine Pest. Man kriegt das Problem nicht in den Griff, wenn man keine Schulen hat und die Leute alle uneducated sind. Das ist echt schlimm. Machen wir vielleicht gerade mal so. Denn Kohle haben wir ein bisschen auf Vorrat und verbrauchen wir derzeit auch nicht so viel. Und dadurch dürfen hier ein paar mehr Leute Eisen fördern. Und das ist auch generell die Mine, wo noch mehr drin ist. Naja, okay, dann machen wir es doch mal so. Mhm, ja, ja, Eisen ist low, das ist mir schon klar. Naja, gut. Ich baue jetzt gerade keine neuen Häuser, weil ich erstmal will, dass die Leute
Eisen fördern und dass wir dieses blöde Werkzeugproblem, das wir nicht in den Griff kriegen können, in den Griff kriegen. Nun gut, Leute, ich mache mal kurz Pause. Ich sage an der Stelle, ich bin die Zementente. Ich bedanke mich schon mal dafür, dass ihr beim Wiederaufbau Ost zugesehen habt. Ich hoffe, der Wiederaufbau gefällt euch. Wenn er euch gefällt, lasst mir doch einen Daumen nach oben oder ein Abo dafür da. Und ansonsten freue ich mich, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und sage ciao, ciao.